Das hat er jetzt nicht gemacht. Du blöder Wichser! Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Need for Speed Underground. Ja, also meine Vermutung, die letzten Parts war ja schon, dass wir langsam Richtung Ende des Projekts kommen, weil wir haben halt wirklich schon die harten Rennen, wir haben schon diese Duellrennen und so Sachen, wir haben schon alle Autos, wir haben Stufe 3er Tuning-Teil, okay, wir haben noch nicht die Front- und Heckschürzen, aber es geht jedenfalls dick voran. Und deswegen war meine Vermutung, dass wir dieses Projekt hier unter 30 Parts oder unter 31 Parts hinkriegen, das letzte war 31. Mal gucken, wir gehen auf die Rennkarte, damit das auch so bleibt. 4 gewinnt. Fahr gegen heiße Vierzylinder um Platz 4, der Rundkursrangliste. 4 Runden an den Docks sind auch für den erfahrensten Rennfahrer eine Herausforderung. Ja, 4-4-4. 4 gewinnt. Okay. Und die Rennen waren durchaus zuletzt schon ein bisschen härter, ja? Also es hat schon angezogen. Oh, guck mal hier, der lilane X7. Heilige Mutter. Heilige Makrele. Also, uiuiui. Oh nein, ich bin auf manueller Schaltung. Nicht, dass ich da auf einmal noch selber schalten muss. Kann man sicher machen, aber habe ich nie gemacht. Und werde ich jetzt nicht mitten im Projekt anfangen, mir noch anzugewöhnen. So, wir haben auf jeden Fall wieder den Sinister dabei, den hatten wir schon öfter bei Rennen dabei. Der lila EX7 ist, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Naja, wir fahren ja jetzt seit kurzem den Nissan Skyline, ja? Das Endauto sozusagen. Geiles Teil. Heißt nicht, dass wir nicht nochmal wechseln werden. Wir können vielleicht auch nochmal wechseln, ne? Oh Gott. Also wir können durchaus auch nochmal wechseln. Jetzt haben sie mich alle überholt hier. Wir können durchaus auch nochmal wechseln, aber theoretisch ist das Endauto. So, wir fahren 4 Runden. Insofern ist es jetzt noch nicht so tragisch, dass wir auf dem letzten Platz sind. Aber es soll natürlich nicht dabei bleiben. Es wäre mir schon lieb, wenn wir da noch ein paar Plätze gut machen. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, da hat der Toyota Probleme an der Kurve. Und den Augenblick nutzen wir, um davon zu ziehen. Also auf den dritten Platz. Taxi hinter der Kurve ist auch immer besonders schön, da freut man sich doch. Ja klar, das überrascht dich und sagt dann, Surprise, Motherfucker, und dann steht da das Taxi. Was ist denn los hier? Ein bisschen konzentrieren jetzt mal, Walle. Meine Güte. Oh, da haben sie beide Probleme. Jetzt sind wir an dem LX7 dran. Wenn ich den noch loswerde, dann können wir uns den ersten Platz schnappen. Dafür müssen wir nur mal zu dem hin. Den so ein bisschen irgendwo gegenschubsen. Ja, genau so. Und dann sind wir auf Platz 1. Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut wirklich gut, die Rennen mit Bremse zu fahren. Also, ich kannte das Spiel so gar nicht. Für mich war Need for Speed Underground immer in die Wände zu knallen, links und rechts. Ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, dass man auch die Kurven schön nehmen kann, wenn man bremst. Ja gut, es bleibt natürlich dabei, dass wir trotzdem Verkehrsunfälle haben, aber... Er auch, er fährt auch da rein. Oh, Kollege. Das hättest du doch nicht machen müssen. Ich meine, es ist lieb, aber hättest du nicht machen müssen. Ich finde, es ist halt zum Zuschauen viel flüssiger, wenn man die Kurven vernünftig nimmt. So. Also, vernünftig im Sinne von nicht jede Wand mitnehmen. Ich fahre immer noch nicht Ideallinie. Okay, das ist aber auch schwer mit Tastatur, aber... Halt, dass man nicht jede Wand als Bremse benutzt, sondern auch einfach mal selber die Bremse benutzt. Das ist tatsächlich angenehm. So, was macht der LX7 da hinter uns? Spielt Ping-Pong oder so? Eine Runde müssen wir noch überstehen. Jetzt sind wir gerade mal auf Platz 1, aber können wir uns nichts von kaufen. Eine Runde müssen wir noch. Wisst ihr so, wie ich das jetzt hier mache? Bremsen und dann um die Kurve fahren. Ist auch gar nicht unbedingt langsamer, als in die Kurve reinzuknallen. Vor allem läuft man weniger Gefahr, dann irgendwie sich da zu drehen oder solche Sachen. So, wir haben kein Nitro mehr. Er hat noch Nitro, ich hör's doch. Die Frage ist jetzt, ob wir diesen ersten Platz halten können, den wir jetzt die ganze Zeit hatten. Es wäre wunderschön, aber... Dafür muss man die letzte Runde noch ordentlich fahren. Ja, ich habe ihn gefangen, ich habe ihn gefangen. Das ist gar nicht so leicht, weil du hast ja diese Action-Kamera und dann kannst du währenddessen nicht wirklich steuern. Aber ich habe ihn nochmal abgefangen, ohne Resetten. Meine Güte. Ich hatte gerade Mittagspause, ich habe gerade was gegessen, war lecker, aber habe ich mir gedacht, ich mache noch ein bisschen mehr Underground. Es wäre doch wunderbar, jetzt diesen neuen Start hier in die Aufnahmesession mit einem Sieg zu beginnen.
Das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Du blöder Wichser! Ich war wunderbar vorne. Ich bremse ab, ich will um die Kurve fahren. Ihr wart ja Zeuge, ich brauch's euch nicht erzählen, ne? Was war das denn bitte? Mit einem Sieg zu beginnen. Alles klar. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke, Arschloch. Was zur Hölle war das denn bitte gerade? Letzte Runde, wir sind vorne. Das hätte ich sein können, ja. Wenn ich merke, ich verliere, dann hauen wir den halt noch notfalls in der letzten Kurve in die Wand rein. Aber es war nicht ich. Das war der Computergegner, der sich gedacht hat, komm, wir hauen Walle mal in der letzten Kurve noch in die Wand rein. Wenn ich ihn dann noch knapp überholt hätte, dann wäre das Ganze geil gewesen. Dann wäre es ein spannendes Ende geworden und so. Okay, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gelobt, aber so war das ein ziemlich unfairer Move, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da kann einer nicht gut verlieren. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Ich denke aber, insgesamt können wir festhalten, das kann man gewinnen, das Rennen. Und die Gegner fahren halt auch gerne unfair, aber das kann man gewinnen. Ich hatte das Gefühl, dass es machbar. Der RX-7, der Lilane, der ist ziemlich gut. Der hat auf jeden Fall gut Tempo drauf, aber insgesamt kann man das gewinnen. Hier, ich habe gebremst, wollte um die Kurve fahren und bam, knallt er dich da in die Ecke. Ich drehe mich, die beiden kommen besser aus der Kurve raus und der gewinnt. Okay, alles klar. Na gut, es sind illegale Straßenrennen, ne? Es geht halt nicht alles fair zu. Man muss sagen, ich habe auch schon mal gerammt und umgedreht. Okay, okay. Muss man fairerweise zugeben. Kann passieren. Machen wir nochmal. Aber unfair. Also, es wirkte halt sehr absichtlich und es war in der letzten Runde, in der letzten Kurve. Das ist schon ein Kaliber, sag ich mal, ne? Aber okay. Kann man alles machen. Für mich heißt das, wir machen das nochmal und diesmal gewinnen wir einfach. Vor allem sind wir gerade ziemlich gut vorne, 4 Sekunden. Also beim ersten Versuch lief das nicht so eindeutig. Der Tunnel hier ist immer der Knackpunkt. Das ist die schwierigste Stelle im ganzen Rennen. Erstens, weil hier Verkehr kommen kann hinter der Kurve, den du nicht siehst, und weil du hier noch so wunderschöne Säulen hast. Also der Tunnel ist die schwierigste Stelle im Rennen. Wenn man den hinter sich hat, dann hat man immer die Runde halbwegs geschafft. Wenn dann nicht noch die KI-Gegner dich hier in die Kurve rammen. Okay. Unfassbar, oder? Nur weil ich auf die Bremse gehe und die KI-Gegner das nicht machen, so wie er gerade auch wieder. Die bremsen nämlich nicht für die Kurven, so wie ich. Und, ja. Also, wieder letzte Runde. Wir sind wieder in Erster. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der RX-7 nicht nach vorne kommt. Ah, okay, er hat einen Unfall gebaut. Alles gut. Weil wenn er einmal vorne ist, dann wird das schwer. Aber das Gefühl habe ich aber echt in diesem Spiel auch im Übrigen, wo wir gerade drüber reden. Wenn die Gegner dich einmal überholen, dann wird es meistens echt schwer, die noch zu kriegen. Also du darfst sie nicht überholen lassen. Weil dann machen die keine Fehler mehr. Solange die hinter dir sind, bauen die auch mal Unfälle und so und du kannst dich gut vorne halten. Aber wenn die einmal überholen, dann wird es richtig hart manchmal, da noch irgendwie ranzukommen. Ich meine, wir waren jetzt 5 Sekunden vor dem. Also da müssten wir jetzt schon noch gravierende Fehler machen, um das jetzt noch zu verlieren. Nicht, dass ich das gerne machen würde. Okay, das sieht aber gut aus. Ich denke, das sollten wir gewonnen haben. Ja gut, haben wir eine kleine Extra-Runde eingelegt. War unfreiwillig. War unfair, war nicht nötig, aber egal. Ne? Wir haben es gewonnen. Notfalls macht man es halt zweimal. So, wir kriegen das Euro Light Vinyl. Wir kriegen 1875 und wir kriegen den 4. Platz auf der Rundkursrangliste. Und dann kriegen wir auf der Rennkarte jetzt einen Jack in die Top 3, einen Rundkurs in die Top 3, einen Drift um Motorhauben wahrscheinlich. Fahren wir erstmal noch mehr Rundkurs, ne, wo es gerade so Spaß macht. 3, 3, 3.
Drei Runden, drei Gegner und der dritte Platz in Reichweite. Treffpunkt ist der Climb Rose Park für alle, die diese dreifache Herausforderung annehmen. Eben war 4 gewinnt, da war alles mit 4, jetzt ist alles mit 3. Okay, da sind wir dabei. Egal ob 3, ob 4, wir sind dabei. Rundkurse sind mein Ding. Ich muss sagen, inzwischen fahre ich sie sogar eigentlich am liebsten. Und Trackrennen, weil die spannend sind. Aber inzwischen fahre ich Rundkurs sogar am liebsten, weil man fährt ein bisschen länger, man kann eine Runde auch mal hinten liegen und trotzdem noch gewinnen. Also so 2-3 Runden Rundkurse. Ach, jetzt ist es wieder auf. Jetzt hat er das wieder auf manuell eingestellt. Warum das denn? Na gut, wir fahren trotzdem weiter. Auch wenn ich natürlich jetzt am Start voll da hinten hänge. Wir haben ja 3 Runden Zeit. Ja, also inzwischen finde ich, glaube ich, Rundkursrennen sogar am spaßigsten. Also die fahre ich irgendwie am liebsten. Und K.O.-Rennen, die sind ja eigentlich noch die... K.O.-Rennen sind ja eigentlich die spannenderen Rundkursrennen, muss man sagen. Insofern, vielleicht sind K.O.-Rennen sogar mein Liebstes. Vor allem gibt es da oft auch noch coole Teile für und so. Also der war jetzt wirklich unschön da. Da konnte man nicht mehr viel gegen machen. Okay, wir sind ziemlich weit hinten. Aber ich denke, das kann man alles noch ändern. Seht ihr, da sind wir schon wieder ganz bei denen dabei. Den 240 SX werden wir uns jetzt mal schnappen hier. Oh, damn. Böse, dieser Pfeiler da in der Innenseite der Kurve. Der ist richtig böse. So, den lassen wir mal hinter uns. Dann haben wir nur noch einen vor uns. Das ist ein Impreza. Ja, oh, der hätte fast die Kurve nicht bekommen. Ich habe das genau gesehen, Kollege. Lieferwagen, Lieferwagen. Oh, ganz knapp. So, wir haben den Impreza vor uns. Der fährt auch ganz schön ordentlich. Jetzt hat er gerade mal ein Problemchen da. Okay, war noch nicht die letzte Runde, sonst hätten wir jetzt verloren. Eine Runde habe ich noch, um 0,7 Sekunden aufzuholen. Ich versuche es jetzt mal, ein bisschen mit Nitro-Einsatz hier. Ja, jetzt habe ich kein Nitro mehr und jetzt kommt er noch vorbei hier. Verzieh dich. Tschüssi. Ja, ich meine, da haben wir nichts von, da haben wir nichts von. Wenn wir den nach vorne nicht kriegen, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich den dritten Platz umdrehe. Was hat er denn da gemacht? Hör mal. Das ist die Außenseite vom Tunnel. Du musst in den Tunnel reinfahren, wenn du da durchfahren willst. Ah, ich sollte keine große Klappe haben. Weil noch ist nicht gewonnen. Wenn wir das gewinnen, dann kann ich gerne mein Maul aufreißen. Aber da kommt gerade einer richtig gut angezischelt. Also lieber noch leise sein, bis das hier in trockenen Tüchern ist. Ganz, 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 ganz knappe Sache. Deswegen war ich am Ende leise. Der war ganz knapp hinter uns, der Prism Lancer. Aber es hat gereicht für den ersten Versuch. 2500, dritter im Rundkurs. Puh, knappe Sache da. Aber die knappen Rennen sind mir am liebsten. Wir machen direkt weiter. Wir driften ein bisschen. Aber dafür würde ich dann wieder, das würde ich dann wieder mit manueller Schaltung machen. Style und Können werden hier belohnt mit einer Auswahl aus den fantastischsten Motorhaubendesigns überhaupt. Okay. Neue Motorhauben braucht das Land. Muss ich nur mal eben auf die... Achso, ist sowieso schon wieder, hat sich schon von alleine umgestellt. Ja, die Wand war jetzt unnötig, die hätte man sich auch schenken können, sag ich mal. Ne? Ach, ich wollte gerade sagen, der hat auch wieder die Tastenbelegung umgestellt. Ich hatte die Leertaste extra, meine Handbremse extra wieder auf die Leertaste gepackt. Aber irgendwie hat er auch das wieder umgestellt. Jetzt ist sie wieder auf der Umschalttaste. So unnötig. Jetzt muss ich wieder mit Umschalt anbremsen hier. Naja, okay. Kriegen wir schon hin. Einfach mal so ein paar kleinere Drifts auch mitnehmen, notfalls, ne? Die bringen auch tausende Punkte. Und das läppert sich am Ende. Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Oma immer gesagt.
Und manchmal ist Kleinvieh halt auch mal eben so ein 20.000er Drift, insofern. Oh, jetzt geht's aber richtig gut ab hier. Aber generell ist auch die manuelle Schaltung gar nicht verkehrt, weil man macht einfach nur den zweiten Gang rein. Und danach brauchst du gar nicht mehr schalten, weil du kannst auch im zweiten anfahren und du brauchst den dritten nicht. Das heißt, du hast quasi Automatik, aber hast immer gute Drehzahlen und so, um zu driften. So, ich sehe aber gerade, wir sind nur relativ knapp vorne. Mit nicht allzu vielen Punkten. Das heißt, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen Drifts hinlegen hier. Ich dachte, wir sind schon in trockenen Tüchern. Aber sind wir nicht. Oh, das könnte auch knapp werden. Ich weiß nicht, ob wir das gewonnen haben. Wir haben es gewonnen. 154.241. Ja, okay. Alles gut. Kein Grund zur Sorge. So, Level 3 Vinyls Lightning, Level 3 Vinyls Flags, ein einzigartiges Vinyl, stillen Vinyl, Street Glow Vinyl 1500 und Level 3 Motorhaube und Driftstrecke Nummer 7. So, das heißt, wir schauen mal ganz kurz da rein, was wir da jetzt bekommen haben. Motorhauben. Wir haben halt eine einzigartige, aber wir haben jetzt auch noch neue. Die würden uns zurückbringen auf 4 Sterne, insofern baue ich die wahrscheinlich nicht ein. Ja, die sind auch alle nicht so geil, muss man ganz ehrlich sagen. Also finde ich unsere sogar noch am geilsten von denen. Insofern bleiben wir einfach bei der. Na gut, schade. So, jetzt haben wir noch einen Jack auf der Streckenkarte hier und das ist der Dreck um Platz 3. Hier geht es um den dritten Platz, aber der ist genau eine Meile entfernt und du bist nicht alleine auf dem Weg. Wir versuchen's. Ich würde gerne in der Dreckrangliste auf den dritten Platz kommen, also mal sehen, was sich da machen lässt. Eieieiei, immer heißere Karren hier auch dabei, links der X7. Ah, der ist aber früh da, man muss sehr früh schalten. So, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ist die Frage, ob wir den Eclipse noch eingeholt kriegen und ob uns dann noch irgendwie der Verkehr in die Quere kommt. Es sieht aber gut aus. Oh ja, ich glaube, das haben wir schon gewonnen. Ja, wunderbar. Ich frage mich, was das Problem ist. Erster Versuch, kein Thema. Gar kein Thema. Der Eclipse war zwar relativ nah dahinter, okay, aber gar kein Thema. So, 2500, Ritter im Drag. Meine Güte, es geht voran. Es fehlt nicht mehr viel. So, jetzt haben wir noch einen runden K.O. Schaffen wir den heute auch noch? Ja, ne? Wenn wir den Dreck gewinnen, schaffen wir den auf jeden Fall. Vorlieben bevorzugt. Jeder hat seine Vorlieben. Hier sind drei verschiedene Wagentypen, die alle beweisen wollen, dass sie die schnellsten sind. Drei Runden, ne? Ist ein runden K.O., kennen wir ja. Okay, machen wir das noch. Ja? Und wenn wir es gewinnen, dann ist das okay. Darf jetzt nur nicht zu viele Versuche dauern, sonst wird der Part ein bisschen lang. So, ich musste kurz die Kamera durchwechseln. Also an den gelben S2000 erinnere ich mich noch. Der ist ziemlich böse, glaube ich. Jetzt habe ich aber wieder die Kamera falsch, ne? So. Runden-K.O. heißt ja nur, dass wir nicht letzter sein wollen. Alles entspannt, kein Stress hier. Kann man alles gewinnen, ne? Kann man alles gewinnen, kann man auch alles verlieren. So, wir fahren geradeaus. Und dann fahren wir hier durch, ne? Irgendwie. Ja, irgendwie so. Nur schöner. Irgendwie so, nur in schön, war das geplant. Okay, uns hat auch nur einer überholt und das war der S2000. Ich sag ja, der ist relativ schnell. Ich hab den heute noch in Erinnerung als relativ schnellen Gegner. Obwohl ich es schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber die Runden sind relativ kurz. Insofern, wenn das beim ersten Versuch klappt, dann ist das auch nicht allzu lange hier. Aber dafür müssen wir den halt noch hinter uns lassen, da vorne. Und der fährt nicht schlecht. Der ist richtig flott unterwegs. Der andere Kollege kommt jetzt auch noch von hinten angezischt. Ich muss erstmal froh sein, wenn ich die Runde noch überstehe. Dafür darf ich den hinter uns nicht noch überholen lassen. Okay, eine Runde haben wir noch, um den nach vorne zu überholen. Wird hart. Komm schon, das muss doch machbar sein. Ja,
Er hat sogar noch Nitro. Ich habe schon alles verballert. Oh, wir sind so nah dran. Komm schon. Wenn ich jetzt noch Nitro hätte. Hauptsache, ich hab's am Anfang des Rennens schon gewusst. Der gelbe S2000. Ne? Und dann ist es der, der uns fertig macht. Okay, dann einen Versuch machen wir noch, sonst wird das hier, sonst wird das zu lange hier. Der gelbe S2000. Habe ich heute noch Albträume von? Naja, so schlimm ist es nicht, aber... Ich hatte den jedenfalls noch in Erinnerung, dass er stark ist. Sehr schneller Kumpane. So, wir haben theoretisch auch Verkehr, aber hier ist so wenig los auf den Straßen. Da war gerade ein Lieferwagen. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier keinen Verkehr, aber da war gerade ein Transporter. Also theoretisch haben wir wohl Verkehr. Es könnte also auch passieren, dass du hier um die Kurve fährst und plötzlich steht da ein Lieferwagen, aber bisher Gott sei Dank nicht passiert. Da ist einer. Habt ihr gesehen? Da war ein Lieferwagen. Und noch einer. Okay. So, wir sind jetzt gerade mal sehr weit vorne, aber das bringt uns nichts, wenn wir am Anfang vorne sind. Die letzte Runde ist die entscheidende. Vor allem bei diesen späteren Rennen, wo wir jetzt gerade sind, die mit viel Tempo gefahren werden und wo die Gegner hart sind, da ist wirklich jeder Move wichtig, jede Kurve ist wichtig. Du musst voll konzentriert dabei sein. Das ist schon nicht mehr so wie am Anfang, wo man mal so ein bisschen gemütlich fährt. Das ist der pure Kampf ums Siegen. So, noch eine Runde in Führung gewesen. Aber wie gesagt, da haben wir gar nichts von. Wir müssen das jetzt, jetzt müssen wir in Führung bleiben. Momentan sind wir weit vorne. Und ich habe noch Nitro. Also, die Bedingungen sind eigentlich besser als eben. Mal gucken. Es kann halt alles passieren, ne? Du kannst es komplett verkacken, der Gegner kann es komplett verkacken. Es kann alles passieren. Mann, sieht der Skyline geil aus. Uiuiui, ui, ui, sieht der geil aus. Aber da ist jetzt nicht die Zeit, sich da irgendwie für zu interessieren, wie der Skyline aussieht. Wir sollten jetzt hier den Sieg nach Hause fahren. Es sieht gut aus, aber er kommt angeschossen. Hat irgendwer irgendwann mal gezweifelt, dass wir das jetzt hier gewinnen? Ich nicht, ja? War mir sofort klar, wir gewinnen das. So. Okay. Wir kriegen den... Okay, das ist so ein Extrawagen für den anderen Modus, nicht für den Angriff-Modus. Wir kriegen Level 3 Frontstoßstangen. Oh, nice. Da müssen wir doch direkt mal reinschauen hier. So, jetzt wird's nämlich richtig hart. Pass auf, wartet mal. Die ist schon mal sehr geil. Die ist nicht zu übertrieben. Sieht gut aus. Spider. Oh, auch sehr geil. So ein bisschen den Schneeschieber vorne, ne? So ein bisschen schräg, aber sehr geil. Dann ganz klassisch die hier. Auch nicht schlecht, ne? Ist gar nicht so... Ich hätte gedacht, die wären so extrem, extrem, weil die sind eigentlich relativ dezent. Also relativ. So, dann haben wir noch Vortex. Die sieht auch richtig geil aus, vor allem bei dem Wagen hier. Crank. Storm. Frenzy. Blast. Rage, das ist die letzte. Die habe ich früher oft genommen. Finde ich heute gar nicht mehr so geil. Also, die finde ich sehr nice. Storm hat was. Außerdem gefällt mir Crank. Außerdem gefällt mir richtig gut Vortex. Die ist vielleicht manchen schon ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Da viele würden vielleicht lieber ein bisschen klassischer nehmen, so vielleicht. Aber ich würde sagen, wir nehmen die mal. Ich mag das übertriebene Tuning. Ne? Das ist hier 2003. Fettes Teil. Dann sollten wir jetzt wahrscheinlich auch bald die Heckschussstangen noch kriegen, die Heckschürzen. So, wir sind bei 91 von 111. Das nächste ist ein Turnier. Ellies Aufgebot Nummer 1. Ich freue mich drauf. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Ich sag euch einen schönen Tag und bis morgen wahrscheinlich. Euer Wadde, bye bye.